umso wichtigere Änderungen beinhalten. Beim Kinderbetreuungsgeld nehmen wir eine wichtige Anpassung vor. Die bisherige Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld wie auch bei der Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld reicht 2024 nicht mehr aus, und zwar aufgrund der jährlich vorgenommenen Valorisierung der Geringfügigkeitsgrenze im ASVG. Eine geringfügige Erwerbstätigkeit neben dem Kinderbetreuungsgeld wäre beim Erreichen dieser Geringfügigkeitsgrenze somit nicht mehr möglich. Und ja, diese Anpassung ist im besonderen Maß für Frauen wichtig, das können wir ruhig betonen. Ja? Denn nach wie vor konsumieren Frauen zu einem erheblichen Teil Karenzzeiten für Kinderbetreuung. Und diesen Frauen wird weiterhin ermöglicht, neben der Care-Arbeit einer geringfügigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, somit im Berufsleben verankert zu bleiben und den berühmt-berüchtigten Karriereknick zu vermeiden. Den zweiten Punkt, der eine Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes vorsieht, den wir heute beschließen, der ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Und ja, Kollegin Doppler, der Lebensmittelpunkt vieler ukrainischer Familien ist jetzt in Österreich. Das ist keine Fiktion, das ist Realität. Ja? Das ist keine Fiktion, das ist Realität. Ja? Und schauen wir uns an, worum es da geht. Ich glaube, wir können uns alle hier miteinander nicht vorstellen und ihr wahrscheinlich anscheinend am allerwenigsten, wie es sein muss für diese Familien, für diese hauptsächlich Frauen und Kinder, die also ihre Heimat verlassen müssen. Ich persönlich habe einen kleinen Funken davon bekommen, was diese Menschen durchmachen, ungefähr Mitte 2022, als ich am Wiener Hauptbahnhof ein relativ junges ukrainisches Mädchen am Boden sitzen gesehen habe, sichtlich erschöpft von einer langen Reise, nennen wir es einmal, neben sich einen Käfig mit einer Katze stehen und einen circa so großen verpackten Reifen neben sich stehen. Ein unglaublich sperriges Ding, das wahnsinnig schwierig sein muss und mühsam sein muss, mitzuschleppen auf dem Weg zu uns. Ich habe sofort erkannt, was das ist, nämlich ein Reifen, den Sportlerinnen, den rhythmische Sportgymnastinnen als Sportgerät verwenden. Da unsere Tochter selber in ihrer Kindheit und Jugend rhythmische Sportgymnastik ausgeführt hat und sie hat auch, also ich kenne dieses Verhältnis, was diese Gymnastinnen zu ihren Sportgeräten haben. Meine Tochter hat ihren Reifen auch wirklich behütet, wie es nur geht. Und das hat mich besonders betroffen. Und die Mutter des Mädchens hat mir erklärt, es war ja besonders wichtig, dass ihre Tochter diesen Reifen mitnehmen konnte, obwohl das wirklich ein sperriges Ding war und sie mir bestätigt hat, wie mühsam das war, den mitzunehmen. Neben all den anderen auch wichtigen Dingen, die mitzuschleppen waren, einfach weil sie ihrer Tochter ein Stück weit ihres normalen Lebens ermöglichen wollte, dass sie das mitnehmen kann. Ja? Also diese Begegnung hat mir mehr als alles andere wirklich so deutlich vor Augen geführt, in welch brutaler Art und Weise diese Menschen von Putin aus ihrem Leben, aus ihrem Land und aus ihrem Alltag getrieben werden. Laut UNO-Flüchtlingshilfe war seit Beginn der russischen Invasion zwischenzeitlich ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung auf der Flucht. Der Großteil davon Frauen und Kinder, das habe ich schon erwähnt, was die Ukraine zum Schauplatz der größten Vertreibungskrise der Welt macht. Ja, circa 5,9 Millionen Menschen sind derzeit mittlerweile in europäischen Staaten als Flüchtlinge angekommen. Aktuell sind es in Österreich knapp 82.000 Menschen aus der Ukraine, die als Flüchtlinge registriert sind. Das Mindeste, das wir tun können, ist, diese Menschen aufzunehmen und ihnen größtmögliche Solidarität und Unterstützung zu geben. Dazu gehört auch der volle Zugang zu Familienbeihilfe und zum Kinderbetreuungsgeld. Und darum verlängern wir jetzt diese Regelung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Mensch, kein Kind ist gerne auf der Flucht. Das müsste eigentlich selbst den Kolleginnen und Kollegen der FPÖ einleuchten. Erneuern wir diese Unterstützung. Ich hoffe auf breite Zustimmung. Dankeschön. Simone Jagl von den Grünen aus Niederösterreich war das. Und am Wort ist nun die zuständige Ministerin Susanne Raab von der ÖVP.